Aus Berlin ist uns via Skype zugeschaltet Markus Decker. Er ist Korrespondent im Redaktionsnetzwerk Deutschland, dort im Hauptstadtbüro. Also wir grüßen Sie in die Hauptstadt, Herr Decker. Und lassen Sie uns bitte gleich bei Jens Spahn beginnen. Vollmachten und Befugnisse an den Bundesminister. Wie sinnvoll und wie transparent ist das auf Dauer? Ja, das ist natürlich im Sinne der Infektionsbekämpfung ist das sinnvoll. Wir sprechen ja seit gestern verstärkt über das Thema Föderalismus. Wie gut und oder wie schlecht ist der Föderalismus in diesen Zeiten? Der Föderalismus funktioniert in Corona-Zeiten so lange, wie die Ausbruchsherde des Virus regional beschränkt sind und sich die Kontakte auch nachfolgen lassen und man wenige Hotspots hat. Mhm. In dem Moment, ja, wo das Virus sozusagen national grassiert, ist es auch gut, wenn darauf national einheitlich reagiert wird. Ja. Insofern ist richtig aus meiner Sicht, dass man Kompetenzen stärker dem Bund zuführt und auf Bundesebene bündelt. Die offene Frage ist, ob darüber, über die konkreten Maßnahmen, dann der Bundesgesundheitsminister qua Rechtsverordnung entscheiden kann oder ob der Bundestag da ein Wörtchen mitzureden hat. Und aus meiner Sicht ist es schon essentiell, dass der Bundestag zumindest ab und zu mal gehört wird. Herr Decker, Sie sprechen das an, diese Föderalismusdebatte. CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident Bayern Markus Söder sagt, also ich bin bereit, als überzeugter Föderalist Kompetenzen in der Corona-Pandemie an den Bund abzugeben. Wie war denn das Echo darauf in Berlin? Ja, es hat zum Beispiel der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat Kritik geübt und hat gesagt, Markus Söder schiele ja mit einem Auge auch auf die Kanzlerkandidatur in dieser ganzen Diskussion. Da ist natürlich was dran. Jemand, der von München nach Berlin will, um möglicherweise Chef der Bundesregierung zu werden, bei dem liegt es natürlich nahe, dass er dafür plädiert, den Föderalismus ein bisschen zu schleifen und zu sagen, da bündeln wir doch bestimmte Dinge in Berlin. Ein zweiter Einwand, den man gegen Herrn Söder vorbringen kann, ist natürlich die Tatsache, dass die Infektionszahlen in Bayern seit Beginn der Pandemie mit die höchsten sind. Und da stellt sich die Frage, ob das eigentlich eine gute Basis ist, um der ganzen Zeit auch hier und da kecke Sprüche zu machen. Ja, vielleicht nach dem Motto, geteilter Misserfolg ist halber Misserfolg. Vielleicht auch ein Kalkül, so wie Sie es auch ein bisschen beschreiben mit der Blickrichtung Berlin. Aber kommen wir noch darauf zu sprechen, dass die Krise ja normalerweise tatsächlich die Stunde der Exekutive ist, aber dass sich jetzt mehr die Legislative immer mehr meldet. Unmut im Deutschen Bundestag über die Frage der Entscheidungsfindung bis hin zu einem Brief von Wolfgang Schäuble. Welches Echo hat der verursacht? Sagt bisher. Ja, es gibt, ich glaube, der Brief von Wolfgang Schäuble ist eine Reaktion darauf, dass aus allen Ecken des Parlaments jetzt der Ruf erschallt, dass das Parlament doch selber mehr mitreden müsse. Entsprechende Sätze gibt es jetzt von den Grünen, von der FDP sehr massiv, aber auch von der SPD, also dem Koalitionspartner. Und ich glaube, Wolfgang Schäuble vernimmt diese Stimmen und sagt jetzt, das Parlament muss da tatsächlich sich mehr melden und mehr eingeschaltet werden. Er will jetzt oder schlägt vor, gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, Rechtsverordnungen des Bundes dann doch unter einen Zustimmungsvorbehalt zu stellen, Rechtsverordnungen auch zeitlich zu befristen. Also das heißt, das Parlament bildet hier doch eine relativ breite Front und Wolfgang Schäuble setzt sich an die Spitze der Bewegung. Herr Decker, wenn wir eine allerletzte Einschätzung bitte in aller Kürze treffen, der Chor wird immer vielstimmiger und die Debatte. Wie kommt das beim Bürger an? Sie und ich, wir sind auch Bürger und wir verlieren langsam den Überblick, wer was wann darf.
Ja, so ist es. Und das ist natürlich ein Problem. Und das muss sich ändern, weil dieses Chaos, was wir da streckenweise in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, das untergräbt die Akzeptanz, wenn der Bürger sich jeden Morgen schlau machen muss in Medien, was er jetzt darf und was er nicht darf. Und ob er in Thüringen übernachten darf, aber in Brandenburg möglicherweise nicht, dann schadet das der Akzeptanz des Kampfes gegen das Virus und das muss aufhören. Vielen Dank. Markus Decker war das vom Redaktionsnetzwerk Deutschland im Phoenix nachgefragt. Danke Ihnen. Gruß in die Hauptstadt. Ich danke Ihnen.